So, das hier ist jetzt die Truheninsel. Insel. Ja, von der können wir uns jetzt verabschieden. Und ja, ich weiß, ich bin sehr kreativ. Ganz ehrlich, was mache ich als nächstes? Zeig mir doch mal meine Quests. Erwartet im Feuer ist die Hauptquest, die mache ich erstmal noch nicht. Reise zum Botenwacht, ja. Die Alessio. Ist die Alessio gerade zu sehen? Nicht wirklich. Also ja, ich könnte jetzt hier am Port Maie vorbei und unten rumfahren. Ja, und wieder Gesang. Da kein zwei Todesfeuerhändler ineinander, okay. Ja, und da geht mir schon. So, und jetzt sind wir wieder am Nebelgebiet. Ich bin echt nicht sicher, ob ich jetzt nicht nach Dings reisen sollte erstmal. Aber Botenwacht ist verdammt weit weg. Sayuka, was soll die Nummer auf Sayuka? Tehika Fischbecken, okay. Du stehst auf dem Vorderdeck und blickst auf einen klaren Himmel und eine ruhige See. Das Geplapper deiner Mannschaft wird dunkler und nimmt einen unheilvollen Ton an. Sie haben sich an der Reling auf der Steuerbordseite versammelt und blicken auf das Meer. Oh Gott. Bei der Götter murmelt die Arena. Die Oberfläche des Meeres schwillt an. Eine riesige, leuchtende Form erhebt sich aus dem Wasser. Es identifizieren. Erfolg. Oh, mit Überleben. Alof sieht die wachsende Glut. Muss ein strahlendes Phantom sein. Ein großer leuchtender Wal. Gutes Futter, so sagt man. Eine lange bleiche Kreatur kommt an die Wasseroberfläche. Ihre Haut ist lichtdurchlässig und phosphorisierend gepunktet. Du kannst die gespenstischen Umrisse leuchtender. Orange leuchtende Organe darunter erkennen. Die Kreatur schwimmt langsam und starrt dich mit leuchtend blauen Augen an. Der Nerv hinter ihren Augen ist so dick wie ein Tau. Alt Engrim lächelt, diese ist noch jung. Was meint ihr, Männer? Irena lehnt sich über die Reling. Kein Mangel an Fleisch an dieser Bestie, davon könnten wir uns tagelang satt essen. Wenn der Captain es erlaubt, Irena lächelt hoffnungsfroh. Andere murmeln in Zustimmung. Girodo, der rothaarige
Einige grinst heftig. Ein Steinbruch, der Galloway selbst würdig wäre. Das wird eine spannende Hatz, Captain. Irena nickt und lächelt. Alt Engrim weicht zurück. Du würdest einen von Ondras Boten töten und diesen Segen sinnlos verschwenden. Wir lassen sie mal im Frieden. Gedo der Rothaarige seufzt, als die Mannschaftsmitglieder ihre Arbeit wieder aufnehmen. Du segelst weiter. Zustimmend deutet Edda freundlich. Moral verloren 5. Dennoch begleitet die beeindruckende Kreatur dein Schiff noch etliche Stunden. Eine leise klagende Musik hebt sich über das leichte Wellenspiel und ein sanfter Frieden umhüllt deine Mannschaft. Selbst in der Nacht reicht die Kreatur nicht von eurer Seite und spendet durch tröstendes Licht in der Dunkelheit. Am Morgen ist sie verschwunden, aber das Gefühl der Ruhe, das sie mit sich brachte, bleibt. Mannschaft hat Erfahrung und Seemannserfahrung gehalten. Ja, ich... Reparaturvorräte, die ich nicht brauche. Aber ja, hier ist eine Reisfarm gewesen. Mal gucken, ob sie neue Vorräte haben. Dann kaufe ich den Jungs nämlich Reis und Sake als Entschädigung. Talleib. Na komm, nehmen wir den Talleib auch mit. Dann da mehr Reis und mehr Reiswein für euch. Und zur Not verfüttere ich euch auch noch Palmstein. Weil scheinbar kann ich mit Essen viel besser. Die Moral hochhalten als mit Trinken. So, hier sind Korallenriffe. Hier war die kleine Inselkette, die ich gemieden habe. Und hier ist das Riff gewesen. Und da ist Taher. Taher habe ich als... genau. Genau, Taher ist die, die ich die ganze Zeit auf Nekataka gesucht habe, aber sie ist hier. Gut, so wissen das. Jetzt gucken wir uns aber erstmal das Theotra-Wunder an. Das Meer hier ist so ausgedehnt und so glatt wie die türkisfarbenes Glas. Oswald springt rauf und runter, schreit und zeigt nach Backbord und auf die bleiche Adrasäule, die aus der Wasseroberfläche emporragt. Beodo zieht dich näher heran. Ein Großteil des Steins ist mit Korallen besetzt, aber die sichtbaren Teile befinden sich oberhalb des Wassers in langen, sich windenden Spiralen. Andere wächst normalerweise in großen Säulen, aber diese Formation sieht fast aus wie 7 Tentakel eines schrecklichen Seeungeheuers, das nach dem Himmel greift. Chidopekt pfeift leise. So alt müssen die irgendwie Tana gewesen sein. Moral erlangt 5. Allengrim spöttelt. Selbst sie hätten das nicht tun können. Das ist Ondras langsame, stetige Arbeit. Das Sonnenlicht dringt in den Adra ein und bringt ihn zum Leuchten, als würden sie sich in seinem Inneren eine Lichtquelle befinden. Man kann nur schwer feststellen, ob die seltsamen Konturen des Adra durch die langsame Abnutzung durch das Meer entstanden sind oder ob sie davon verdreht wurden. Und irgendetwas an dieser Unklarheit sorgt dafür, dass diese Vision noch außergewöhnlicher wirkt. Der Rest der Mannschaft beginnt nun auch zu reden. Sie diskutieren mit leiser, ehrfürchtiger Stimme die Bedeutung des Wunders und seinen Ursprung. Dies muss der Triumph eines antiken Volkes sein. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir es gesehen haben. Dies ist eindeutig das Werk der Götter und wir sind gesegnet, dass wir es gesehen haben. Jetzt haben wir es gesehen, dann lass uns weiterziehen, oder? Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, woher es kommt. Genieße es so, wie es ist. Es steht die Bosheit der Götter da. Sieh mal, sie ziehen diesen armen Dummkopf in die Tiefe. Für immer. Kurs beibehalten. Nehmen wir mal die 2.
Bei Ondras Gnade führst du da Engel mit gesenktem Kopf. Oswald und Chitopek sehen sich dankbar an und grinsen. Bei Leginas Federn geraten in Unordnung und man kann es sogar hören. Sie atmet scharf aus und glättet sich die Federn. Durch die Frömmigkeit ein Moral erlangt. Beatrice segelt an den Adra vorbei und hält eine sichere Distanz ein. Oswald und deine Engerin gehen zum Achterdeck. Ihre Augen sind auf das Theotra-Wunder gerichtet, bis es am Horizont verschwindet. Erfahrung und Seemannserfahrung. Sehr gut. Oh, der Händler. Vielleicht hat der noch mehr Gesöff im Angebot. Auf jeden Fall nicht Wasser. Ale hätte ich gerne. Kanonen, das brauchen wir alles nicht. Und ja, sonst hast du leider nichts. Okay. Können wir unser Trinken doch noch ein bisschen hochhalten. Frisches Obst, das ist immer gut. Naja, irgendwann müssen wir die Leute nur noch mit Wasser versorgen und mit gutem Essen, um sie bei Laune zu halten. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Tahir. Ach, Tahir war eine... Wie heißt sie? Delemgarn. Wenn der Imp da so rumsitzt, sieht er fast schon niedlich aus. Ich muss aber sagen, die ist jetzt nicht wirklich schwierig gewesen. Yeah. Aha. Hm? Muss aber auch mal einfache Kopfgelder geben, hä? Ah, plus 10 Wirkungsbereich. Rüstungswert gegen Zauber. Hm. Okay, wer hat noch kein Zeug um den Hals hängen? Entschlossenheit, das ist besser. Verfassung, nö. Indeed. Nö, da ist alles okay so. So, Tahir ist damit auch weg. Ein Imphorn. Yay. Das heißt, wenn wir dann irgendwann mal nach Nekataka zurückkommen, ja, dann muss ich mir immer noch die Ruinen im Nekataka-Gebiet ansehen. Ich habe da ja noch einmal dieses Verdeck da wo die Laurer lauern. Und ich habe den großen Tempel, der auch noch zu schwer war für uns, als wir da waren. Was habe ich auf Sakuya zu schaffen? Großadmiral Imp, das sind alles Kopfgeldjäger-Aufträge. Die Maskenkartierung, das ist die Sache. Akemias Schatzkammer ist auch so eine Sache. Familienstolz, hä? Vorwärts springen, ja. Handelsbedingungen, das ist Tikawara. Sklavenhändlerhafen, Morena finden. Der Schatten unter Nekataka, die letzte Zuflucht. Und das verehrter Gast des Botenwacht.
Ja, ich würde mich eigentlich doch liebend gern mal zur Botenwacht aufmachen.